und da möchte ich Sie jetzt fragen, das ist jetzt mal ein bisschen was anderes, ja, ein bisschen eine andere Art und Weise, wie wir tatsächlich mal eine Show beginnen können, nämlich mit einer Fähigkeit, die wir alle haben. Ich frage Sie mal, haben Sie zu Hause schon mal einen fremden Menschen gehasst, den Sie eigentlich gar nicht kennen? Ja, weiß ich nicht, an der Supermarktkasse steht der vor Ihnen, sucht zu langes Kleingeld draußen, Sie hassen den Hinterkopf dieses Menschen. Kennen Sie das? Ich kenne das, ja. Ab und zu ist das so und dann dreht derjenige sich um und sagt, ja, genau, genau. In meiner nächsten Show geht es um 10.000 Euro. Ja? Es geht genau um diese Fähigkeit, die wir alle in uns tragen. Es geht um den allerersten Eindruck, eine Show über Vorurteile. Und dafür brauchte ich ein paar Kandidaten, die völlig schmerzfrei sind. Und deswegen habe ich vor der Show schon mal beim Publikum im Foyer mich umgeschaut nach Leuten, die sagen, ich möchte 10.000 Euro haben. Ich schäme mich meiner Vorurteile nicht und ich wende sie auch auf fremde Personen an, die mir nichts getan haben. Und so sah das aus. Ich war unterwegs im Foyer vor der Sendung und habe dort Leute gefunden. Ich brauche Leute, die von sich selber sagen, ich habe einen schlechten Charakter. Die sich dann am Charakterschwein-Counter, so habe ich das genannt, eingeschrieben haben, um mit mir hier, und fünf sind es an der Zahl, jetzt diese gemeinste Quizshow aller Zeiten zu machen, ja, hier auf der Bühne. Und es ist so, ich habe diese Idee vorgetragen, die Redaktion hat sich von mir losgesagt, die haben gesagt, das kann man nicht machen, das ist unmenschlich, das ist kein wohliges Gefühl, was man am Samstagabend haben will. Ich habe gesagt, doch, ich finde die Idee gut, wir machen es trotzdem, habe mich losgesagt von diesen Weicheiern und werde Ihnen jetzt hier die erste, beste, aber auch die mit den niedersten Charaktereigenschaften Game Show der Welt präsentieren. Meine Damen und Herren, sie heißt Hart, aber unfair. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt wird's hässlich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, die Zeit der Samthandschuhe ist vorbei. Jetzt ist Schluss mit Cappuccino. Ja, das hier ist die härteste Gameshow aller Zeiten. Was tun meine Kandidaten für 10.000 Euro? Das klären wir jetzt, meine Damen und Herren. 10.000 Euro sind hier im Jackpot. Und wer diese 10.000 Euro potenziell am Ende mit nach Hause nimmt, das klärt ihr selber. Ihr werdet selber bestimmen, wer diese 10.000 Euro am Ende haben wird. Und ich werde jede Runde damit bestücken, dass ich eine Frage stelle, die euch vielleicht so ein bisschen hilft, dabei herauszufinden, wer in der nächsten Runde hier das verlassen muss. Und ich werde auch dem Publikum jeweils dieselbe Frage stellen. Ihr müsst also gleich über diese Leute richten. Das heißt, guckt sie euch genau an, hört genau zu. Sie stellen sich jetzt vor. Hier sind meine Kandidaten. Hallo, ich bin der Patrick, die Nummer 1. Bitte merken. Hallo, ich bin der Patrick. Hallo, ich bin die Katja. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Bad Neuenahr. Hallo, ich bin der Nils, bin 24 Jahre alt, komme aus Flensburg. Hallo, ich bin Julia, ich bin 23, komme aus Marburg und ich habe die Nummer 4. Hallo, ich bin der Marvin, ich komme aus Wittlich, aus der Eifel und ich habe die Nummer 5. So, dann haben wir sie also alle mal kennengelernt. Einer von Ihnen wird heute mit bis zu 10.000 Euro nach Hause gehen. Jetzt stelle ich Ihnen, liebes Publikum, die Frage und Sie müssen sich entscheiden. Sie können die Nummer dann einfach eingeben über Ihre Geräte. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns jetzt mal sagen, nach diesem kurzen Eindruck, den Sie hatten, was glauben Sie, wer ist hier in der Runde der Dümmste? Was glauben Sie, nur so vom ersten Eindruck, wer ist hier der Dümmste? Wer macht auf Sie einen dümmlichen Eindruck? Jetzt wird's fies. Ja, das ist gemein, das habe ich aber auch angekündigt. Ist das schon die erste Frage? Sie entscheiden mit Ihrem Abstimmungsgerät, wer hier der Dümmste ist. Wir haben ein Ergebnis und nun ist es an euch, liebe Runde, ja? Ihr wisst, der, den ihr wählt, der muss gehen. Im Idealfall muss eure Antwort, die ihr jetzt findet, mit dem des Publikums übereinstimmen. Ansonsten nehme ich von diesem 10.000 Euro Stapel 1.000 Euro weg und der Jackpot verringert sich. Die Diskussion, die offene Diskussion, redet miteinander, bestimmt jemanden, ist eröffnet. Okay, ich würde anfangen und zwar sagen, leider wir beide würden, weil wir noch nicht mal es auf die Reihe gekriegt haben, am Anfang was zu sagen, deswegen eher Nummer 1, würde ich sagen. Sehr gutes Argument, gutes Eingeständnis. Ich glaube nicht, dass ich der Dümmste bin hier in der Runde. Nein, da muss ich einschreiten. Also ich denke, der Marvin, der ist ein bisschen schmächtig. Hat das mit Intelligenz zu tun? Nee. Der Dünnste. Der Dünnste? Ich hab der Dümmste. Aber, ja. Aber vielleicht, danke, liebe danke. Julia. Danke, vielen Dank. Ich hab doch der Dümmste. Ich
danke ich dir. Dann Nummer 04 sagen. Vielleicht, liebe Julia, haben wir da ja einen heißen Kandidaten jetzt. Ne? Mann! So, also, ich hätte jetzt gern ein Ergebnis von euch. Marvin, was sagst du? Ich bin zwar der Dünnste, aber der Dümmste ist der Patrick. Julia? Okay, ich schließe mich dem Marvin dann wohlwollend nochmal an. Ja. Patrick. Auch dem Patrick. Ich bleib bei meiner Meinung, Patrick. Oh. Patrick. Ich bin ebenfalls ein Mitläufer, Patrick, tut mir leid. Gut. Patrick, willst du auch noch was sagen zu deiner Verteidigung? Ja, ich glaube, die wählen nur die größte Konkurrenz raus. Also ich habe die 4 gewählt, ich bin dabei geblieben. Ich hoffe, wir treffen uns nicht mehr vor der Tür gleich. Ja, Marvin hofft zu Recht, weil Julia hat ja gesagt, er ist ein bisschen schmächtig und er hofft zu Recht, dass ihr euch nicht mehr vor der Tür trefft. Ja. So. Ich mag dich ja trotzdem, ja. Patrick ist eure Wahl. Und Patrick logge ich ein. Patrick wird uns verlassen, aber sieht das das Publikum genauso? Ist Patrick in der mehrheitlichen Meinung der Dümmste hier im Spiel? Wir sehen das Ergebnis des Publikums jetzt. Jawohl, das haben alle so gesehen. Deswegen, Patrick, sollen wir dich zu deinem Platz zurückbegleiten oder ja, bitte, findest ja, du den? Ja. Dankeschön. Ciao. Patrick, großer Applaus. Es ist ein Spiel über Vorurteile, meine Damen und Herren. Wer gewinnt die beste Show der Welt? Joko oder Klaas? Gleich nach einer kurzen Pause. Entspannt, jetzt gibt es wieder deftig auf die Rezeptoren. Hier ist die beste Show der Welt. Einer ist raus und die 10.000 Euro sind immer noch im Spiel. Jetzt stelle ich dem Publikum die nächste Frage über euch. Ihr habt ja ein bisschen kennengelernt, ihr habt ja ein bisschen sprechen gehört, interagieren miteinander. Und nun stelle ich euch die Frage, bitte abstimmen, wer hat am wenigsten Humor in dieser Runde? Wer hat am wenigsten Humor? Was glaubt ihr? Wer wird als der oder diejenige wahrgenommen, der am wenigsten Humor hat? Marvin, siegessicher? Natürlich. Wir haben alle abgestimmt. Wer hat am wenigsten Humor von euch Vieren? Bitte, die Diskussion ist eröffnet. Ich glaube tatsächlich, Marvin ist keine Spaßrakete. Kein Spaß hier. Ich hab doch die ganze Zeit schon meine Witzchen hier gemacht. Ich würde mich anschließen, weil du hast gerade gegenüber dem Patrick nicht so ganz fair. Oh. Publikum aber auch nicht. Trotzdem. Also ja. Ich muss sagen, ich finde den Marvin sehr sympathisch und ich würde jetzt vielleicht sehr nett zu von dir tendieren. Julia, was ist mit dir selber? Ich habe Humor. Ich kann ja mit mich selber lachen. Wie ist dein Ergebnis? Katja. 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 Marvin. Marvin, damit hat es sich erledigt. Wir loggen Katja ein. Katja ist eingeloggt. Sieht das Publikum ganz genauso? Wir sind gespannt, denn hier kommt das Voting von Ihnen und euch. Marvin mit 42,16%. Das bedeutet, ich nehme hier 1.000 Euro vom Jackpot weg. Marvin darf aber hier bleiben. Katja muss die Runde verlassen. Herzlichen Dank. Schön, dass du mitgemacht hast. Ja, ein großer Applaus für Katja. Danke sehr. Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. So, weiter geht es jetzt mit der nächsten und der letzten Frage vorm großen Finale. Wer in dieser Runde, ich bin im Voting übrigens nicht inklusive, wer nervt am meisten? Wer nervt am meisten? Ich bin leider nicht wählbar dieses Mal. Wer ist am anstrengendsten von euch? Nils, Julia oder Marvin? Das Ergebnis
steht fest und jetzt bitte ich euch, ein Ergebnis festzulegen. Sorry, Julia, ich glaube du. Ich nehme Nils. Also, warum Nils? Ja, ich wähle auch den Nils. Warum Nils? Weil Nils hat eben, wollte eigentlich eben mich wählen und dann hat er doch Katja gewählt. Fand ich ein bisschen nervig. Danke. Ich bin gefühlsabhängig. Gefühlsabhängig? Nils. Okay, ihr entscheidet euch beide für Nils. Nils ist das Voting der Runde. Und das Publikum hat sich entschieden für, und es geht für euch am Ende im Jackpot um 1.000 Euro, Marvin. Ja. Also leider nochmal 1.000 Euro weg, aber Nils, von dir muss ich mich jetzt leider verabschieden. Ich sage herzlichen Glückwunsch, 8.000 Euro könnten einem von euch gehören. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt, und zwar im Finale. Also ein kleiner Applaus für die beiden und wir gehen einmal hier zu diesem Gerät. Ich stelle mich hier in die Mitte. Ihr könnt euch einmal so aufstellen, dass ihr euch gegenseitig anschaut, hinter diese Kästen. Und wenn ihr gleich in die Kästen reinschaut, dann werdet ihr etwas finden, das sieht so aus. Sicherheit und Risiko. Wenn ihr beide Sicherheit wählt, geht jeder mit 2.000 Euro nach Hause. Ja? Wenn aber einer von euch Risiko wählt, bekommt der eine die vollen 8.000 Euro und der andere bekommt nichts. Wählt ihr beide Risiko, erhält keiner von euch irgendwas. Versteht ihr? Ja. Ja. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch abzustimmen. Ihr könnt jetzt miteinander reden, ich gebe euch jetzt Zeit, ich werde einen Schritt zurücktreten, aber ihr gebt mir nachher eure Entscheidung verdeckt, das heißt, der andere sieht das nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es habe. Ihr sucht euch jetzt etwas aus, von den beiden, was ihr haben möchtet, seid ehrlich zueinander, lügt euch an, blufft, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, sprecht miteinander und klärt, wie ihr das gerne hättet. Ich würde ganz ehrlich sagen, also ich würde Sicherheit nehmen. Also wir waren uns schon ein bisschen sympathisch jetzt auch am Anfang. Ja. Und da will ich wirklich auch ehrlich zu dir sein. Sicherheit sagen, dann hast du was davon, ich hab was davon und wir fahren beide heute glücklich nach Hause. Ganz ehrlich. Wir sind nicht bei Kiss Bang Love, ne? Das ist immer noch hart, aber unfair. Ja, ich würde es genauso sehen. Ansonsten, ja. Also ich finde das gut, oder? Nehmen wir beide Sicherheit, dann sind wir beide zufrieden, haben beide was gewonnen heute hier. Ja. Und alles ist gut. Du weißt aber schon, jeder von euch, was passiert, wenn ihr jetzt euch beide auf Sicherheit einschießt, euch das gegenseitig sagt und einer von euch beiden im geheimen Risiko wählt. Ja, aber so sind wir ja nicht. Nö. Wer weiß? Ich hol den Patrick wieder, wenn du mir jetzt, falls ich nicht gar nicht spielst. Der wartet vor der Tür auf mich. Ja. Sehr gut, dann könnt ihr jetzt eure Kisten öffnen. Okay. Ah, so. Und jetzt nehme ich eins raus, oder? Du kannst jetzt eins nehmen, verdeckt mir geben. Das war das Richtige, ne? Haben wir hier zwei ehrliche, nette Menschen, die sich an das halten, was gesagt wurde? Oder haben wir jemanden, der sagt, ich kenne uns ja nicht, ich gehe hier mit 8.000 Euro statt 2.000 Euro nach Hause und diese mir unbekannte Person geht leer aus? Meine Damen und Herren, zweite Variante ist der Fall. Marvin hat Risiko und damit das ganze Geld. Danke. Alles. Dankeschön. Du kriegst leider gar nichts. Ich hab dafür Charakter. So ist es, du hast Charakter, er hat Geld. Nein. So, meine Damen und Herren, das war's. Das war hart, aber unfair. Tschüss. So. Noch. Was macht man jetzt mit der angebrochenen Situation, ne? Gut, ich kann damit leben. Karma is a bitch, Marvin. Karma is a bitch. So, lieber Marvin. Ja. Liebe Julia, ihr könnt jetzt tatsächlich, könnt euch jetzt wieder auf die Plätze setzen und dann geht's hier weiter in der lustigen Joko und Klaas, beste Show der Welt. Vielen Dank für die gute Stimmung hier, Klaas. Ist wirklich. Also Julia hat wirklich Charakter bewiesen und du Wirtschaftsdenken. Gut, tschüss, dann Wiedersehen. Jetzt hau gefälligst ab, Marvin. Und liebe Julia, auch du kriegst vorne erstmal eine Beruhigungscola und kannst Marvin hinter der Bühne schön eine scheuern. So. Alter, ist das krass. Ja,
Gut. Das war eine Ode an die Nächstenliebe in TV-Format. Klaas. Fühlt sich ein bisschen komisch an, ne? Ist irgendwie so eine schlechte Stimmung jetzt. Ja, naja. Woran das wohl liegen mag? Aber du hast wirklich dazu auch noch wirklich ein furchtbar grässliches Outfit an. Ja. Also es passt zur Sendung. Jetzt auf, komm, bitte. Ich vertraue darauf, dass hier im Publikum noch mehr Leute sind, denen sowas Spaß macht. Und jetzt ist die Frage, inwieweit Sie ehrlich Ihre Fernbedienung bedient haben. Das war Klaas Finale. Mit dieser Show möchte er sich quasi heute Abend verabschieden von Ihnen. Lassen Sie das kurz nachwirken. Es war ein Spiel, Herr Wir Gott. Gucken das auf hat auch viel Geld gekostet. Den Erfolg oder Misserfolg dieser letzten Show von Klaas. Hart, aber unfair. Oh. 42%, das ist meiner Meinung nach noch fast zu viel. Aber alles besser als grünes Feuer, oder?